Neue Ratings-Chat. Wir gehen zum nächsten Thema. Ratings. Ich gucke mir das Video von Tabak an, danach gehen wir die Sachen selber durch. Okay? Ich möchte mich kurz nämlich einen Überblick behalten. Und der Mann hat da immer, er wird wahrscheinlich die Besten und die Schlechtesten. Ich habe gesehen, Joshua Kimmich, 90er Gesamtrating, verdient. Tempo 70. 70, Digga. Was ist denn mit EA los? Habt ihr gesehen, was die mit Dortmund gemacht haben? Digga, kein Dortmund-Spieler ist spielbar, außer Malen. Und vielleicht Emre Can ein bisschen. Haaland 80 Dribbling, ich gebe euch mein Wort. Haaland wird nicht, Kimmich 89, ja okay. Ist Quatsch. Haaland wird 80 Dribbling haben, nicht spielbar. Haaland 80 Dribbling, nicht spielbar. Akanji, guter Call. Was hat Akanji, Chat? Akanji hat 80 Gesamtbewertungen und 81 Pace. 80 nur? Was hat Pepe? Welcher Pepe? Es geht ab, Freunde. Ich bin zurück. Und Leute, heute Double Upload. Ich bin so hyped, gell? Ich habe nur gerade gelesen. Rating. Pepe, was? Der Pepe hat 80 Pace? Was ist denn das? Warte mal, ist das real? Er hat wirklich 80 Pace. Was ist das denn, Digga? Wen kennt der Mann bei den Ratings? Wusstet ihr, dass die Ratings von EA in Deutschland gemacht werden? In Köln wurde mir so gesagt. Weiß nicht, ob es zu 100% stimmt, aber wurde mir so gesagt. Digga, da hat jemand wahrscheinlich irgendwann mal auf Porto gewettet oder so und hat da einen super Schein gehabt mit Pepe, der da irgendwas gerettet hat oder so. Anders kann ich mir nicht erklären. Dazu noch 95 Aggressivität. Hilfe. Was ist das für eine Karte? Dings sind draußen. Ich weiß nicht welche, ich weiß nicht wie viele. Wir werden darauf reagieren. Ich habe mir noch nichts angeschaut. Ich habe nur gesehen, dass Lever irgendwie 92 hat. Das ist das Einzige. 92 Leute, Antritt, ich bin gespannt drauf. Print. Lasst einen Daumen da, dass die AD endlich rausgebracht hat. Ziel 5000, keine Ahnung, vielleicht schaffen wir es auf Ehrenbrau-Basis. Und auf jeden Fall kostenlos abonnieren, ganz wichtig. Wir machen jeden Tag Content und ihr werdet ganz viele Tipps bekommen, Unterhaltungen und alles, was dazugehört. Und ja, ohne großartig und im heißen Brei zu leben. Ich bin heiß, Mann. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr viel gepostet habt. Ihr werdet es im Titel gesehen haben. Ja, ich hoffe einfach mal, dass da was am Start ist. Davor muss ich euch noch was zeigen, und zwar Ratings sind rausgekommen, aber ganz andere noch. Also wir machen mal Twitter auf, hier seht ihr Foot Eagle. AC Mailand are looking really strong. Jungs, die Ratings sind released von diesen drei Spielern. Tomori 82 Tempo, Kessier 84er Rating, leck mich am Zückele. Diese Karten, Real Talk, geisteskrank. Igel, küsst doch dein Herz. Und Spaß. Jeder wird Tomori spielen. Jeder wird Tomori spielen. Weil Valverde, Militao und Mondi. Wow, also wow. Tomori ist auch noch groß. Und er sieht, irgendwie sieht er aus ein bisschen wie Jordan, finde ich. Die Lippen und der Bart und so. Die Frisur auch. Und er ist auch schnell und so. Erstes Weekend. Für Starter-Teams richtig OP. Vor allem ist es eine andere Liga. Und die werden natürlich teuer sein, aber nicht so teuer, als würden sie jetzt Premier League spielen. Oh Gott, was sehe ich hier? Heilige Scheiße. 2 Euro von Joshua, danke schön. Die Ratings. Das ist offiziell von EA Sports. Hilfe. Messi 93, Lewandowski 92, Cristiano 91. Neymar linker Flügel. Warum? Let the database begin. Oh, Messi 93. Okay. Das heißt, heute Tag 1 sozusagen und morgen geht's weiter, Mann. Ich bin heiß drauf. Okay. Ronaldo 87 Pace. Nein, oder? Das sehe ich ja jetzt erst. Oh mein Gott. Und 4-4, was labert ihr? Wo steht das? Wo steht das? Nee, steht hier nicht. 75 Physics? Also jetzt mal Real Talk. Das ist gefaked. Das ist nicht gefaked. Das ist real. Freunde, wenn der 4-4 hat, dann wird man den leider so selten sehen. Boah, haben die verkackt. Junge, 87 Pace, Freunde. Mann, das ist ja scheiße. Und Neymar ist linker Flügel. 93 Schießen, 88 Dribbling. Der muss 5 Sterne Skills haben, ne? Sonst wäre es echt... Die haben Ronaldo auseinandergenommen. Okay, pass auf. Top 22 Spieler der Welt. Die fangen also direkt ganz oben an. Ich glaube, normalerweise haben sie immer von hinten angefangen. Das ist nicht gut, ey. Lass mal gucken. Dass er linker Flügel ist. Weil es wäre viel geiler, man könnte dann 4-2-2-2 machen. Jetzt musst du irgendeinen auf Krampf rechten Flügel spielen. Wer soll rechter Flügel spielen? Neymar, 83 Schuss. Ich werde ein Full-Icon-Team haben. Off-Cam, Son, Sancho. Wirst du in keinem Weekend, wirst du in keinem Profi-Team sehen. Digga, ich werde ein Voll-Icon-Team haben, ist mir scheißegal. Die haben ja richtig reingeschissen. Neymar ZOM verkackt, Ronaldo Karte verkackt. Das waren zwei Spieler, die ich eigentlich so in meinem Team haben wollte. Lionel Messi. Also, Leo hat 85 Tempo. Für mich. Man weiß ja noch nicht, was die Meta ist, Eli. Vielleicht kann man den trotzdem nutzen. Ja, Freunde, ich sage euch ehrlich, Tempo wird immer Meta sein. Und wenn ihr keine 5 Sterne... Das mit 5 Sterne Skills fühle ich. Muss nicht sein, dass 5 Sterne Skills wieder gut ist. Kommt drauf an, wie gut der Elastico ist, ne? Das ist so der Hauptgrund. 5 Sterne, also Außenelastico, Innenelastico, also Reverse Elastico, der normale Elastico. Wenn die gut sind, wirst du keinen E-Sportler mit 4 Sterne Spielern vorne sehen. Oder nur nicht viele auf jeden Fall. Aber wenn es so ist wie FIFA 20, dass Dragback wieder gut ist und Weakfoot, dann wirst du so einen Euse und so einen Ronaldo. Ronaldo hat ja auch nicht 5 Sterne Weakfoot.
Son 5-5, Son wird alles wegrasieren, Freunde. Klingt interessant und auch für uns alle. Wir haben jedes Mal Predictions gemacht, alle Spieler predicted und jetzt sehen wir halt so, ob das Früchte getragen hat oder nicht. Oh, war nicht mehr aufgelegt, Digga. Hier haben wir Messis Karte vom letzten Jahr, 85 Tempo. Und dieses Jahr 85 Tempo, 92 zu 92, 91. Lol, er hat einfach kein Downgrade bekommen. Er hat 1:1 die gleiche Karte. Aber zum Glück ein neues Gameface, das ist mir immer wichtig. Dass das Gesicht auf der Karte anders aussieht als im Jahr davor. Muss irgendwie sein in meinen Augen. Dann haben wir Robert Lewandowski, 92er Karte. Die hat er sich verdient in meinen Augen. Real Talk. EA Sports, vielen Dank. Ohne Spaß jetzt. Wenn wir die Karte jetzt mal vergleichen. Useless, 78 Pace, warte. Dann fällt uns auf, ein Schießen mehr, ein Passen mehr und bei Dribbling hat er alles gleich. Ja. Wird kein Mensch spielen, tut mir leid, Digga. Er wird zu langsam sein. Also 78 Pace, niemals. Ein Defense mehr, den braucht er nicht, also sehr kleines Upgrade. Und jetzt hört mir auf, ja, mit Hunter. Was soll man sagen? Ich sehe nur Cristiano Ronaldo. Das Ding ist, was mir hier wirklich Bauchschmerzen bereitet, Leute. Da muss ich wirklich sagen, EA Sports, warum? War Juventus Turin schlecht? Ja, keine Frage, sie waren nicht allzu krass. Aber ist jetzt Ronaldo wirklich ein 91er-Rating-Spieler? So ist Quatsch. Er auf dem Niveau von einem KDB oder einem Mbappé? So den kann man ganz gut vergleichen mit Ronaldo. Ich würde sagen, niemals. Wirklich, tut mir leid, EA Sports. Real Talk an so alle Ronaldo-Hater. Es tut mir leid, aber Ronaldo in meinen Augen mindestens 92. Mhm. Es darf doch nicht zwischen Messi und Ronaldo einen 2-Rating-Abstand geben. Das da. Ich habe gehofft, das ist übrigens ein kleiner Prank gewesen. Diese ganzen Leaks und so. Aber er hat wirklich 91. Und das tut weh. Und soll ich euch jetzt was zeigen? Pass auf. Schau mal, 92. Ich schaue auf Twitter, da sind so viele Ratings. Digga, es sind alle Ratings draußen. Wir gucken uns die gleich an. Ich will mir erstmal nur hier kurz einen kleinen Überblick verschaffen, weil Tabak das immer sehr gut erklärt. Rating 89. Bruder, er hat 2 weniger Pace und 89 Pace war schon nicht so geil. Die haben ihn so krass auseinandergenommen. Was glaube ich, 82 passen. Sprich, Dribbling runtergemacht, Physis minus 2, passen runter. Ah, Digga, alles runter. Ah, nee, passen ist er nach oben gegangen, lol. Okay, bei passen haben sie gegönnt, auf Ehrenbau-Basis. Naja, was soll ich davon halten? Erstmal die Karte an sich oder generell das Kartensein, kriegst du Goldkarten. 1 plus mit 10 Sternchen. Kurz geht raus. Und er ist einfach fast auf einem Niveau von Harry Kane. Und da muss ich einfach an dieser Stelle meinen Besen fressen. Naja, machen wir weiter. Ronaldo Stiefsohn von EA. Das ist wirklich so. Dann mit KDB. Für mich ein starker Mittelfeldspieler. Er ist halt FIFA-technisch immer nicht so der Beste irgendwie gewesen. Ronaldo, du konntest nicht wirklich seine Goldkarte benutzen. Und das sieht dieses Jahr eigentlich auch nicht unbedingt anders aus. Weil da sprechen einfach seine Defensivstats dagegen. So 4-4-2 brauchst du schon einen, der ein bisschen robuster ist. Oder halt einen, der in den Zweikämpfen so richtig dazwischen gehen kann. Aber nichtsdestotrotz sieht die Karte natürlich brutal aus. Ich will mal kurz vergleichen. Also Tempo hat sich nichts getan, Defense hat sich nichts getan. Wird niemand haben die da überhaupt was gemacht bei der Karte? 300. Die haben 1:1. Die haben die Karte einfach so. Außer Monte vielleicht? Einfach 1:1. Na gut, dann haben wir Kylian Mbappé. Digga, ich habe mir ein paar Mal Monte-Streams angeguckt in FIFA. Da hat er immer gesagt, dass De Bruyne sein bester Spieler ist. Und der hatte vorne immer erneut oder keine Ahnung, so Full Icons. Und er hat immer gesagt, dass De Bruyne sein bester Spieler ist. Weil er immer so aus 50 Metern aufs Tor geschossen hat. Das ist für uns nichts Neues. Der hat einfach Plus bei Tempo bekommen. Ich werde Monte so weg. Das ist, glaube ich, die erste Goldkarte. Ich versuche den so der ersten Goldkarten überhaupt in FIFA, die so viel Tempo haben. Das ist unglaublich. Und die Karte wird, sage ich, von allen denen, die ihr jetzt gerade seht, wird Mbappé, glaube ich, der teuerste sein. Er hat 10 Tempo mehr als Ronaldo. Ja, wobei das wahrscheinlich... Mbappé wird die teuerste Goldkarte sein. Der wird teurer als Neymar. 97 Pace, 92 Dribbling, 88 Schießen, 77 Physik, 2 mehr als Ronaldo. Er wird 5 Sterne Skills bekommen, 4 Sterne Weak Foot. Er wird ein absoluter Macher sein. Jeder... das wird die beste Goldkarte, sage ich. 88 Schuss, falsch geht. Digga, 88 Schuss ist so viel, ne? Hilfe. Ein ziemlicher Zweikampf wird zwischen den Zweien. Aber überleg mal, ein Ronaldo müsste ja theoretisch jetzt noch einfacher zu ziehen sein als in den Jahren zuvor, weil geringeres Rating. Aber kennen sich gut aus, gell? Wahrscheinlich. Neymar Junior hat keinen Downgrade bekommen von 90. Wie ihr sehen könnt, ist aber seine 91er-Karte geblieben. Das ist wäre so cool, wenn die ihn ZOM gemacht hätten. Seine Karte vom letzten Jahr, 91 Tempo, hat er immer noch beibehalten. Er hat einen Downgrade beim Schießen von minus 2. Passen ist das gleich geblieben, Dribbling gleich. Digga, 83 Schießen ist echt nicht viel, Digga. Ich Physis ist hochgegangen, okay. Ja, okay. Ein Neymar war ein bisschen im Fitnessstudio. Ja, sieht man. Plus 4 bei Physis. Ist stabil. Ich freue mich auf die Karte. Wird cool. Gameface haben sie bei ihm nicht geändert und das finde ich immer schade. Ja, das ist eine Kleinigkeit, aber komm, die Mühe kann man sich machen, um ein anderes Gesicht aufzupacken. Ich weiß nicht, starten wir ohne Spaß. Jungs, pass auf. Es ist ein Test, wer bis jetzt noch schaut. Hashtag Face. Okay, in die Kommentare, wenn ihr der gleichen Meinung wie ich seid. Ja, vielleicht sieht das hier Esports und ändern das noch. Dann haben wir Jan, the Big Man Oblak, für mich der beste Torhüter der Welt, spielt für Slowenien. Slowenien hat gegen Kroatien 3-0 verloren. Passiert. Also, gegen Kroatien kann jeder mal 3-0 verlieren. Jungs, ihr merkt, ich bin glücklich, weil ich freue mich über Ratings. Für mich übrigens, immer wenn Ratings kommen, beginnt das neue Jahr. Und Oblak,
keine Ahnung, kann man so stehen lassen. Seine Karte wahrscheinlich ungefähr gleich geblieben. Da hat sich auf den ersten Blick gefühlt gar nichts getan. Harry Kane, 90er Rating. Tottenham hat sich nicht mal für die Europa League qualifiziert, sondern die spielen irgendwo in der Conference League. Man kennt ihn. Und bekommt ein +2. Man kennt ihn. Und Ronaldo geht nach -1 nach unten. Digga, einiges gesehen, dann eSports Ratings. Aber natürlich muss man sagen, Harry Kane, super Spieler. 70 Tempo, finde ich gut, weil endlich mal so ein bisschen weißt. Hat er 78? Wird kein Mensch spielen. SBC-Futter. 91 schießen, 80 passen. Er hat plötzlich 83 passen. 83 Dribbling. Ganz ehrlich, die Karte sieht spielbar aus. Das ist krass. Und auch neues Gameface fühle ich. Und jetzt mein Kompagnon. Oben hängt er auf der Wand. N'Golo Kanté, ich liebe dich, Bruder. 78 Tempo, 87 Defense. Digga, sieht geschmeidig aus. Wir vergleichen es. Da, jetzt wird es entscheidend. Bei sowas ist immer so das Spiel entscheidend. FIFA 19, kein Mensch hat Kanté gespielt. Warum? Weil diese hohen Bälle, ich weiß noch, wie wichtig Kopfball war in FIFA 19. FIFA 18, kleine Spieler waren geil. FIFA 20 war das so ein Mittelding. FIFA 21, wer waren da so OP? Ich glaube, da war Kanté auch ganz gut. Aber es kommt so, bei so einem Spielern kommt es immer so heftig drauf an, wie das Spiel ausgelegt ist. Kann sein, dass er richtig krass sein wird, wenn so kleine Spieler extrem gut sind. Kann aber auch sein, dass er richtig scheiße ist, wenn große Spieler wichtig sind. Das weiß man immer nicht. Er bekommt ein +1 bei Passen, +1 Gesamt, +2. Geil, Mann. N'Golo Kanté mit 90. Ey, das habe ich gar nicht gecheckt. Er bekommt +2, +1 Defense. Physis geht hoch, alles geht. Ach, Digga, sein Leben geht hoch. Ich sehe das nicht. Ach so, Gesamtrating. Ich dachte, hä? Das ist sein Passwert. Naja, und dann haben wir Manuel Neuer, auch sehr, sehr nice mit 90er Rating. Hat also auch ein Upgrade um +1 bekommen. Leute, kann ich hier schauen? Das war's komplett. Leute, hier haben wir eine bessere Übersicht. Ich glaube, das ist geschmeidiger. Wir haben hier N'Golo Kanté nochmal die Karte. Sieht Wahnsinn aus. Hey, warte mal. Vorne habe ich mich über Neymars Gameface beschwert. Und jetzt ist hier ein anderes Gesicht. Es ist ein gutes Zeichen. Das ist ein geschmeidig gutes Zeichen. Wichtig und richtig, eSports. Übrigens, Messi schaut so cool. So, also, Manuel Neuer +1. Testegen, für mich jetzt nicht so interessant. Mohamed Salah. Warte mal. Donnarumma, 89 Rating. Voll. Ey, was habt ihr für einen Rakia getrunken? Den will ich auch mal probieren. Bruder, die geben einen... Die geben Donnarumma 89er Rating. Digga, der hatte doch 85, oder? Letztes Jahr? Digga, die sind wirklich Freunde. Was die teilweise machen, ich verstehe es nicht, ne? Einfach +4. Ist Paris Partner oder warum hat Messi 93 bekommen? Ja, sind sie? Junge, es ist... Das ist so... Das darf nicht sein. Ungelogen, das darf nicht sein. 89. Ich hätte 87 gut, erwartet als richtig dickes Upgrade. Aber die geben 89. Ein weniger als Neuer. Denken ein paar... Naja, Mohamed Salah, 93 Tempo, hat nur noch 90 Tempo. Finde ich übrigens auch real-life gerecht, um das so zu sagen. 87 schießen. Weil Messi aber auch 93 verdient hat. Digga, wenn Messi 93 hat, dann muss Ronaldo auch 92 oder 93 haben. Aber doch nicht zwei Unterschied. Es geht nicht mal darum, dass Ronaldo 91 hat, es geht darum, dass die +2... Das geht nicht. Du kannst auch niemanden schlechter machen beim Rating, weil du jetzt denkst, okay, der kriegt ein, das ist eigentlich Quatsch. +1 bekommen, ja, einfach ein kleines Downgrade wegen Tempo. Trifft, danke für die Subs. Okay. Und Donnarumma finde ich, das ist wirklich Wahnsinn. Wirklich viel krass. Zu viel. Feier ich aber irgendwie übertrieben. Gönn ich ihm. Also, Donnarumma. Wir haben Karim, The Dream, Benzema. Digga, wollen die mich verarschen? Keiner, ich dachte, spielen. Benzema hat ein 90er Rating. Mir wurde das gezwitschert. Benzema, Karim, 90. Hätte er verdient gehabt. Hätte schon mal. Er verdient, ja. Du kannst mir nicht erzählen, dass... Okay, das verstehe ich jetzt auch leider nicht. So, warum bekommt ein Harry Kane 90, wenn er Premier League-Spieler ist? Dann kommt Benzema und bekommt 89. Verstehe ich auch nicht. Er bekommt einfach kein +1. Digga, er bekommt kein +1. Er hat 47 Informs letztes Jahr bekommen. Digga, das ist so unfair. Das ist wirklich unfair. Finde ich unverdient. Real Talk. Da beschwere ich mich jetzt auch an dieser Stelle. In die Weekend League. Bei Tempo. Ja, dann gönn. Schau mal, er bekommt überall... Ich bin sauer. Das ist doch so. Und Virgil van Dijk. -1 müsste das sein. Er bekommt -1. Soll ich dir das sagen, Mo? Pro Top 100, die du holst, nächste Weekend League, kriegst du von mir jedes Mal, wenn du Top 100 bekommst, mache ich eine Story, wo ich sage, ich mache Giveaway, wo ich dann immer sage, die sollen dir folgen. Im Stream und auf Insta. So storymäßig, aber nicht Beitrag. Pro Top 100. Pro Top 100. Das ist so schnell 200k, sowas hast du noch nicht gesehen. Und wenn er Weltmeister wird, dann gebe ich ihm einmal meinen Anteil von Elevate Gewinnausschüttung. Einmal Gewinnausschüttung von Elevate. Jetzt sozusagen von dem letzten Drop kriegt er mein Anteil. Du siehst mich mit kaputt und epischer Musik wählen. Wenn es im Gesamtrating, aber +2 Tempo, das was am wichtigsten ist, für dich, die Karte wird mindestens genauso teuer sein, wenn nicht sogar noch teurer. Einmal ein Wort, ich schwöre, ich schwöre auf alles. Wenn Mo Weltmeister in FIFA 22 wird, bekommt er die komplette Gewinnausschüttung von meinem Anteil, also von dem einen Drop. Von dem einen Drop, von dem letzten, der es dann halt ist, das, die komplette Gewinnausschüttung.
hat mir gesagt, das ist krass. Also wirklich 78. Was, wenn WM ausfällt? Ja, dann wurde der ganze, ganze Jahr lang verletzt war, kriegt er plus ein Tempo. User Kimmich, ein bisschen enttäuscht. Hätte ich ihm 90 gegönnt. Jetzt müssen wir mal kurz die Stats anschauen. Also er bekommt in Tempo minus 1. Er bekommt bei Schießen plus 1. Passen gleich, Dribbling gleich. Defense plus 2 und Physis gleich. Also muss ich sagen, wirklich ein enttäuschendes Upgrade bei Joshua Kimmich. Und Heung-min Son haben wir uns schon. Digga, guckt euch bitte Kimmich an. Warum hat denn der 89? Also erstens, 89 ist verdient. Aber ich verstehe nicht, wie sich das zusammensetzt. 70 Pace, 73 Dribbling, Schießen. 86 passen, 84 Dribbling, 83 Def, 79 Physics. Digga, das sieht so aus wie Allen. Wie Allens Karte. Ein bisschen besser als Allens Karte von Everton. Der hat einfach 89. Wo kommt denn die 89 her? Sein bester Wert ist 86. Sein zweitbester ist er 84. Sein viertbester Wert ist 79. Und dann hat er einmal 73 und 70. Was denn das? Emre aber hat fast die gleichen Stats, ne? Guck mal hier. Emre Can hat 8 mehr Pace. Er hat 5 mehr Schießen. Er hat 8 weniger Passen, 4 weniger Dribbling, 1 mehr Verteidigen und 8 mehr Dribbling. 8 mehr Physics. Und er hat 7 weniger Gesamtrating. Ach ja, Freunde, fragt mich nicht. Oh, hier ist irgendwo ein Ententeich. Muss ich sagen, wirklich ein enttäuschendes Crit bei User. Nein, von Heung-min Son haben wir uns schon angeschaut, die Karte. 5 Sterne, 5 Sterne. Das wird, Leute, ohne Spaß. Eine Karte gegen die Richtung 1 Million Münzen geht. Das, ja, ja, ganz ehrlich, viele E-Sportler werden den spielen, so alle. Viele Spieler in der Weekend League. Das alle werden den spielen, Freunde. Er hat 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot. Heung-min Son. Ich weiß nicht, woher die seine 5 Sterne Skills gezogen haben, aber der Mann mit einer 89 wird alles, wenn er einen Inform bekommt, wo er im Sturm spielt, Chat, und der Mann spielt oft im Sturm bei Tottenham, dann haben wir den Salat. Und dann sehe ich alle Gold-3-Spieler, den nämlich in Rot ziehen. Hat er nicht gespielt? Heung-min Son, Warnverletzung. Aber er spielt eigentlich Stamm, oder nicht im Sturm? Chat, oder? Er spielt doch im Sturm. Er ist aber verletzt. Aber er spielt ST bei Tottenham. Ja, natürlich, ja. Okay, das heißt, wenn er 2 Tore schießt und Tottenham irgendwie 2-1 gewinnt, kriegt er einen Inform als Stürmer. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das heißt, dass er ein 90er Rating, 5 Sterne, 5 Sterne, Sturm, Premier League. Das war's dann. Das ist eine absolute Metakarte, genauso wie Van Dijk. Und genauso Moin, wie Fokus ein paar andere Spieler. Okay, jetzt haben wir noch mal ein paar Torhüter hier. Ein bisschen weniger interessant. Alisson Becker, deutsche Gene. Deutsche Wurzel hat der Kollege. Und ist ein super Torhüter. Ja, 89 ist okay, Kurt war 89. Stell dir vor, der wäre eine Franzose. Junge. Da könnte man den so auch krass legen. Bei 89 immer noch am Start. Verdient, würde ich sagen. So Ederson ist nach oben gegangen. Ja, wir sehen bei Ederson ein Upgrade auf plus 90. Mann, und genauso ist es. Und 89er Gesamtrate. 91 Pacinger. Boah, der hat... Der minus 3 Pace. Sprich, oder so, Liverpool hat ein Downgrade bekommen und genauso ist es verdient, weil sie haben nicht gut performt. Und ich finde, das Downgrade. Aber ist okay. Ein Mané, wenn aber so viele als Sub haben. Also, ich rede immer von diesen ganzen E-Sportlern, ne? Freunde, dürft ihr nicht falsch verstehen. Lorente, hä? Was ist das denn? Wow. Digga, wartet mal. Der hat doch so eine Karte wie Rullet bekommen. Ja, okay, also Rullet auf Wish, aber ach du Scheiße, Chat. Wenn der auch 1-2 Informs bekommt. Wenn der ein Totti, ja, wahrscheinlich bekommt er ein Totti, wenn der ein Team of the Season bekommt oder irgendein Halloween-Special oder was die da immer für Specials rauskloppen, das ist ja, Freunde, das ist ja eine verrückte Karte. Aber letztes Jahr hatte er auch so eine kranke Karte. Letztes Jahr war das auch so, dann habe ich mir 100 Stück von dem gefühlt geholt, weil ich dachte, der geht hoch und dann hat er am Ende 4.000 gekostet. Wenn ihr investieren wollt, Freunde, ich bin alles außer ein Trading-Mann. Aber gewöhnt euch dran, nur Premier League-Spieler so zu, da könnt ihr nichts falsch machen. Sogar relativ geschmeidig, also sehr sanft. Haben sie nicht... Ja, sie haben ein Auge zugedrückt. Ich dachte übrigens, das war alles. Es gibt aber noch mehr Ratings, die gucken wir uns jetzt an. Und zwar Llorente. 86er Rating. Und das ist so eine Sache. Warum zum Teufel bekommt der 86er Rating? Das ist so ich krass. Verstehe es auch nicht. 88 Tempo, Bro. Diese Karte sieht ultimativ aus. Also jetzt wirklich. Der ist einfach 100 Game Mitglied. Und hat aber, ich weiß, die wurden halt Meister. Okay, gut, schwierig. David Alaba sieht aus wie eine stabile Karte. Sieht cool aus, David Alaba. Freue ich mich drauf, wird auch eine One-Swatch-Karte wahrscheinlich bekommen. Hier haben wir noch ein paar Ratings. Komar 86, was? Bernardo Silva 86, Rodri 86, das ist krass. By the way, Skriniar seht ihr 86, soll angeblich plus 12 oder so Tempo bekommen haben. Also ganz, ganz wildes Tempo wird er haben. Thiago Silva, David Silva,
Dann haben wir Sommer mit 85. Eden Hazard 85. Yo, was geht denn da ab? Gündogan 85. Na, siehst du? Gündogan lower gerated als ein Llorente. Das war's komplett. Ist im Champions League Finale. Reus 85. Okay. Walker 85. Auba 85. Krass. Das. Es gibt doch ein Video, da haben die ihn verarscht, ne? Walker. Da haben die gezeigt, dass er angeblich 78 Pace hat, aber die haben ihn geprankt oder so. Und dann hat er aber seine richtige Karte gesehen später. Sind bestätigte Stats von Atletico Madrid. Joe Felix haben wir richtig predicted. De Paul haben wir auch richtig predicted. Ach du heilige Scheiße. Krasse Stats, krasse Karten. Dann haben wir hier Chiellini 86, Handanovic 86. Warte mal, wo ist was Interessantes? Jamie Vardy 86, Cancelo 86. Oh mein Gott, Premier League wird so krass. Dieses Jahr Varane übrigens 86. Ah, oh Gott. Castells von Wolfsburg 86 Rating. Ich fress drei Besen. Ich meine, der ist krass, aber das ist heftig. Goretzka 87, Pogba 87, Haaland 88, kennen wir schon. Ruben Dias 87. Sehen und by the way, Luka Modric hier auch hier 87 am Start. Das ist krass. Oh mein Gott, Chelsea in FIFA. Wo ist Mateo Kovacic hat einen 83. Romelu Lukaku 88, 40 cm. Timo Werner Downgrade. Oh, Digga, seid doch nicht so gemein. Timo Werner Downgrade. 91 Pace, 82 Dribbling, 81 Schießen. Den werden aber trotzdem so viele spielen. Havertz 84, Mount 83. Boah, aber nur 74 Pace, ist ja Quatsch. Rüdiger 75 Pace. Ich wollte mich verarschen, E-Sports. Bitte nicht, Mann. Champions League. So 83 und 70 Tempo. Jungs, wer von euch hat mal Mateo Kovacic beim Fußballspielen zugeschaut? Der ist, Digga, wenn er einmal antritt, dann ist Feierabend. Also, ich Saul hat ein Downgrade seinen Urgroßvater bekommen mit 82. Rüdiger, nicht zu tief stehen, 83. Geiles Rating, geiles Tempo, also gutes Tempo. Mason Mount, das sind übrigens die Champions League-Sieger. Übrigens letztes Jahr Liverpool Champions League-Sieger, fast alle über 90. Gute Idee, bekommen. Aber ich muss, glaube ich, eher so ein drittes Tempo. Boah, machen, das ist eine Enttäuschung, Mateo Kovacic mit 70 Tempo. Das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn, Alter. Ich komme nicht drauf klar. 70 Tempo, ey. Bruder, Mann. Und dann haben wir hier auf der Auswechselbank James mit einer ganz coolen Karte. Und der Rest ist relativ uninteressant. Und hier haben wir noch Luka Modric mit einer 87 an meine kroatischen Freunde. Das war's komplett, meine lieben Fische. Schreibt mal bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Das waren alle Ratings, die jetzt neu sind. Wenn irgendwas wieder kommt, werde ich euch... Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, Freunde. Da gibt es so ein paar Sachen, die mich stören. Wie Ronaldo, 87 Pace, wie Neymar, dass er kein Zehner ist. Sowas fuckt ab. Everything has changed. Every day.